Eine neue Woche, eine neue Wahnsinnsfahrt. RimWorld ist wieder da. Oh, Pause. Das müssen wir noch beheben. Also Play. Kurze Orientierungsphase. Kurz die Tastatur nochmal anordnen. So, was haben wir denn hier? Also Rebecca, Victor, Bertlag, Dominiques, Anna und Jack. Jetzt zum. Achso, Jack war der Typ, den wir zum Wissenschaftler degradiert hatten. Genau, hier der Durchgang. Da haben wir noch irgendwie hier die Putzkolonne durchgeschrubbt. Ich erinnere mich düster, damit die hier drüben agrartechnisch voll auf die Kacke hauen können. Irgendwie sowas war das, ne? Ja, top. Liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Also, was tun wir? Erstmal habe ich den Ton angepasst, weil ich habe kaum was gehört. Jetzt höre ich was. Also, hier drin ist es kalt, kann das sein? 14 Grad draußen, 15 Grad, naja, noch läuft's. Also die sind auch irgendwie am Dings machen, am Kunst. Sandsteinskulptur. Okay, das dauert noch ein Jahr oder so. Kurze Orientierungsphase. Was ist zuletzt passiert? Was, das ist so das Problem, wenn man sich die eigenen Aufnahmen nicht nochmal kurz anschaut. Faulheit. Faulheit ist der Untergang unserer Gesellschaft. Oder zumindest von mir. Was videotechnisch alles Mögliche angeht. Also, es ist der 5. August. Das heißt, ich kann noch anbauen. Ja, ich kann noch anbauen. Das heißt, ich krieg noch Nahrungs-Support. Das sind rund 400 Nahrungseinheiten. Das geht. Also, wenn es denn mal gekocht ist, sind es 400 Nahrungseinheiten. Ansonsten, Jack hat keine Waffe. Weil er ein Raufbold ist. Das macht Sinn. Anna hat auch keine Waffe. Wobei sie eigentlich, nee, die, weil sie Gewalt verweigert. Genau, das Problem hatten wir schon mal. Der hat ein gutes Gewehr. Das ist gut, das Gewehr. Jack ist immer noch Jack. Rebecca hat auch keine Waffe. Und das ist nicht nachvollziehbar. Und deswegen holt sich Rebecca jetzt. Wow, eine schäbige Schrotflinte. Nee, das ist. Aber ist immer noch besser als eine Pistole, glaube ich. Oder? Testen! Oh, die ist ja noch richtig gut, den Schuss. Mal schauen. Also, Schaden, Aufwärmzeit, Reichweite 24 und Pumpity-Pump, Reichweite 16. Haha, die sind beide so derart schlecht. Nee, das bringt nichts. Wir tun was anderes. Wir machen uns unsere eigenen Waffen, weil wir großartig sind. Und deswegen bemerke ich gerade, dass wir keinen Hackepeter-Tisch haben, um uns selbst was zu schmieden. Das ist wiederum relativ traurig. Das müssen wir ändern. Schneller Tisch, Schmiedewerkbank war das, glaube ich. Oder habe ich doch. Ich muss nochmal gerade noch gucken, ob ich nicht doch noch irgendwo eine habe, ob sie sich nicht vor mir versteckt. Nee, Steinmetz, Steinmetz. Ganz sicher das. Forschung, Kochen. Nö. Ja, nee, dann kommt die hier quasi hin. Da. Und weil ihr dann so arme Schweine seid, gibt es hier noch einen Stahl. Nee, einen Holzblumentopf. Ich bin wieder am Holz verbunden. Blasen, wobei Holz geht eigentlich mittlerweile, ne? Durch die Kakteen und so ein Quatsch. 113 Holz ist nicht die Hölle, aber besser als nix. Ich sollte jetzt nicht anfangen, auf einmal Holzboden zu verlegen. Das wäre, glaube ich, töricht. Töricht mit T ist ein tolles Wort. Sandsteinplatten. Habe ich eigentlich hier diesen ganzen Quatsch jetzt schon? Ja, habe ich. Sandstein, Granit. Am meisten habe ich Granit. Dann gibt es jetzt hier Granitboden. Granit, FTW. Außerdem sollte da mal eine Tür hin. Sonst sind die gleich angepisst, wenn da gearbeitet wird. Stahltür? Möchte ich eine Stahltür haben? Möchte ich eine Stahlautotür haben? Das wäre vielleicht hübscher. Aber auch teurer. Fragen über Fragen. Die Emotionen überschlagen sich. Ich hätte gern eine. Was bist du? Sandstein. Ich hätte gerne eine Sandsteintür. Allein schon, weil ich bisher noch keine habe. Und ich glaube, ich hätte gern eine Sandsteinautotür. So, für den Mittelweg zwischendurch. Strom, Stromkabel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da haben wir sie. Mein treuer Begleiter des heutigen Tages ist ein To-Go-Kaffee mit leicht abgekühltem Zustand, mit einem Sabber-nicht-rum-Aufsatz und ja, eigentlich war der viel zu teuer. Ist 1,20 für einen Kaffee ein guter Preis? Oder ist das Beschiss? Ich konnte das überhaupt nicht einordnen am Bahnhof. Ob das jetzt zu teuer ist oder. Ich weiß, den gibt es bestimmt auch günstiger, aber ich habe immer Angst, wenn man den irgendwo günstiger holt, dass man dann nur noch Wasser mit Geschmack trinkt. Und ich habe gehört, Wasser mit Geschmack ist nicht so gesund. Aber ich glaube generell, Kaffee aus diesen Fertigmaschinen ist jetzt nicht so das Goldene.
das goldene Etwas. Aber was weiß ich schon. Wir könnten auch einfach mal ganz frech Uran abbauen. Das klingt eigentlich nach der absolut widerlichsten Idee, die man haben kann in dem Spiel. Grund genug ist zu tun. Dann haben wir hier auch, glaube ich, einen Raumdurchbruch. Das heißt, wir müssen gleich Wände neu ziehen. Ach, so viel Chaos auf einmal. Niemand, der mir hilft. Na gut. Was soll's. Wir stehen da einfach ganz gepflegt drüber und bereiten uns im Geiste schon mal auf die Zeit vor, in der wir nicht mehr Agrarwirtschaft betreiben können. Das versuchen wir zumindest. Und um dem gerecht zu werden, würde ich auch sagen, diese Gefrierkammer, so leer sie jetzt scheint, die ist eigentlich viel zu klein. Da muss noch mal ein bisschen extrem dran gearbeitet werden. Und ergänzend dazu würde ich auch sagen, schaffen wir uns hier einen Raum, der zwar keine Außenanbindung hat, sprich der thermal nicht wirklich abgeriegelt werden kann. Vielleicht lasse ich hier auch einfach auf, dann kann man den hier rüber thermal regeln. Also es geht hier um diese Dinge, aber ich glaube, so viele Hitzeprobleme hatten wir eigentlich nicht, das sollte auch so gehen. Wir testen das einfach mal. Und hier der Raum. Gute Frage. Ob man Jack da einfach nochmal so ein bisschen auf den Sack gehen kann, indem man genau jetzt anfängt, hier eine Baustelle reinzuzimmern, aber natürlich. Vielleicht wecken wir ihn, vielleicht wird er auch total angefressen sein. Vielleicht ist Jack auch Manuel Neuer, ich weiß es nicht. Jack, wie sieht's eigentlich ab? Also, eigentlich, das dürften wir eigentlich gar nicht in Frage stellen. Ich schäme mich gerade, dass ich das in Frage gestellt habe. Das werde ich nie wieder tun. Jack heißt nämlich gar nicht Jack. Jack heißt eigentlich Jonathan, aber Jack heißt jetzt nicht mehr Jonathan Jack Harper, sondern Manuel Neuer. Jonathan Manuel Neuer Harper. Vielleicht ist er gar nicht Jack, sondern Manuel Neuer. So, hätten wir den Running Gag, nachdem er irgendwie ein halbes Jahr alt ist, auch mal gebracht. Irgendwo untergebracht. Ja, besser haben als brauchen, ne? Manuel Neuer zu Gast bei uns. Vom Gesichtsausdruck her passt das. Wobei, er ist ja eigentlich eine sympathische Type, ne? Kannst dem Mann ja nicht vorwerfen, dass er der, nicht Adler, sondern Lehmann. Der Lehmann hatte immer so einen bösartigen Gesichtsausdruck. Und ob Kahn jetzt das freundlichste Gesicht hatte, Kahn! Das sei auch mal an die Wand gestellt, hätte ich beinahe gesagt, in den Raum gestellt. Von daher. Aber Neuer ist schon freundlich. Wo er spielt und wie er spielt, also wie er spielt, ist eigentlich gar nicht in Frage zu stellen. Wo er spielt, könnte man in Frage stellen, muss man aber nicht. Aber rein von der Type her ist er schon netter. Ich drücke mal auf 3. Wir geben der ganzen Geschichte hier mal ein bisschen Boost. Apropos Boost. Kuchen ist gut. Hatte ich nicht schon irgendwie geforscht? Ja, natürlich hatte ich das. Warum habe ich das noch nicht gebaut? Warum hat niemand gesagt, du kannst doch schon lange ein Geothermie-Kraftwerk bauen? Oder baue ich gerade das zweite? Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Das ist alles so durch. Wir machen hier mal 2x2 drumherum Platz. Da werden mich gleich auch noch irgendwie einen Boden verlegen. Einen schönen hässlichen Boden. Und eventuell bauen wir dann noch einen Raum drumherum, der das Ganze sicher macht. Aber das weiß ich noch nicht so genau. Da lasse ich das Zukunfts-Ich entscheiden. Also an Rohstoffen sollte es eigentlich erstmal nicht mangeln. Die sind immer noch hier am Bäume anbauen. Sehr gut. Da könnte man eigentlich schon wieder den Befehl geben, dass man das eigentlich mal hier räumen könnte, diese ganzen Kacksteine. Könnte ich eigentlich mal tun. Ne, da ist ja noch Platz. Braucht gar kein neues Lager. Die extra geile Abfallzone. Gut. Also dafür, dass ich da gesagt habe, ihr sollt mal Bergabbau machen, Bergarbeit machen, ist irgendwie verdächtig wenig passiert. Ja. Oh Gott, es wird schon geschossen. Warum? Ach so, du bist durchgeknallt. Stimmt's? Erscheint, als ob ein paar Leguans durchdrehen. Okay. Alles kein Problem. Trotzdem sollten wir alle Kolonisten an einem schönen Ort versammeln, in den Kampfmodus schicken und dafür sorgen, dass sie sich hier verbarrikadieren. Lauft, Leute. Weil ich habe die Hoffnung, dass die Automatikgeschütze das ihrige tun. Und Victor ist zu langsam. Victor kriegt wieder aufs Maul. Oh, der erste Leguan ist down. Schön. Weil die gehen nicht an die Geschütze. Die gehen wirklich nur an die Kolonisten. Das heißt, die werden jetzt auf dem Weg zu dieser Tür sein. Versuchen, diese Tür zu zerlegen. Was sie nicht schaffen,
weil sie dumme kleine Leguane sind. Und das ist, glaube ich, eine Stahltür. Jawohl, ja. Und das heißt für uns, die Automatikgeschütze dürften eigentlich soweit sich um diesen Extremfall, der gerade eingetreten ist, kümmern. So, das war's auch schon. Oder? Die dürfen mitgenommen werden. Auch du darfst mitgenommen werden. Na komm. So, und die lasse ich gleich von irgendjemandem noch händisch umbringen. Schießt noch irgendwas? Nö. Cool. Wen haben wir denn da? Victor, du scheinst mir ein guter... Oh, nee, du kannst dich jagen. Ach so. Es mangelt am Befehl, vermute ich. Befehle, jagen, das da und das da. Und, die toten Leguane werden schon weggebracht oder so? Habe ich das jetzt gerade richtig gesehen? Da ist schon einer. Den anderen müsste ich noch markieren. Ich sehe ihn gerade nicht. Ich fühle mich überrumpelt von der Situation. Ja, wie gesagt, da ist einer. Es waren noch vier. Da. Aber das wird, darum wird sich auch schon gekümmert. Bad, oh ja, Bad Luck. Das muss natürlich ein... Ach, Leute. Du hast eins der präzisesten Gewehre der Welt. Jetzt trifft der Dominikes. Gott, die ist Gott sei Dank geflohen. Hau den doch tot. Das da, komm, das ist mir zu blöd. Mach den, hau den kaputt. Geh hin und knock ihn aus mit einem Gewehrkolben ins Gesicht. Was so ein Leguan noch aushält, wenn der kaputt genockt wird, ne? Diese Leguane, die sind echt, echt aggressive kleine Mistviecher. Was die alles wegstecken können. So, danke, Bad Luck Brian. Also, Bad Luck Brian, der eigentlich eine Frau ist. Wir erinnern uns düster. Naja. Aber zumindest würde sich jetzt auch langsam mal um die Bergarbeit gekümmert. Weil Bergarbeit einfach auch ein schönes Thema ist. Ein Thema, dessen wir uns alle annehmen sollten, wenn es uns denn dienlich scheint. Reden um des Redens willen. Bestes. Was hat er vor? Trägt Stahl zu Geothermal Generator. Ja gut, das macht Sinn. Ich dachte jetzt im ersten Moment, man muss immer so ein bisschen vorsichtig sein, dass sie nicht an diesen komischen Werkbänken auf einmal anfangen, Stahlkonstrukte herzustellen, in furchtbar schäbig. Das heißt, dass die einem das Eisen wegjuchten, sodass man völlig ohne Eisen dasteht, plötzlich. Und, ja, dann hat man die wunderbare Freude an der ganzen Geschichte, dass man eben A, kein Eisen mehr hat, B, überall diese schäbigen Eisenskulpturen hat, und wenn man diese schäbigen Eisenskulpturen, in der in 200 oder 300 Einheiten Eisen drinstecken, wenn man die hat und verkauft sie nur für 80 oder so, für 80 Eisen, dann ist das rein rechnerisch, grübel, grübel, denk, denk, ein Minusgeschäft. Ja, und Minusgeschäfte sind nicht sonderlich beliebt, zumindest nicht dann, wenn es um Basenbau oder Koloniesimulationen gibt, denn da geht es ja auch in einem gewissen Teil um Wirtschaft. Was ist denn alles da? Ja, natürlich. Super. Dominikes, da freue ich mich, dass du so kooperativ einfach aus freien Stücken da jetzt baust. Wir sind jetzt mal ganz dreist. Dreist in Anführungszeichen. Nein, wir sind schon richtig, richtig derbe dreist. Und sagen, was haben wir denn gerade über? Sandstein immer noch. Sandsteinblöcke. Wir ziehen einfach hier ganz dreist. Ich sag ja, wir sind dreist. Nochmal so ein bisschen Wand ein. So. Jetzt habe ich Mist gebaut. Ich hätte auch eigentlich das nehmen können. Deswegen reißen wir das nochmal ab. Sandsteinblöcke mit Strom. Hä? Sandstein? Warum? Das ist doch nicht das Sandstein-Symbol. Das ist doch das Dings-Symbol. Egal. Geht bestimmt auch so. So, ziehen dann nochmal eine Line. Eine Line ziehen ist gut. Also im Spiel. Und, ja, Elektrizität hier runter. Und dann hier so ganz nah am Felsen lang. Sodass es gar nicht weiter auffällt, dass da überhaupt eine elektrische Leitung liegt. In der stetigen Hoffnung, dass die uns nicht kaputt gebombt wird. Denn das ist ja immer so ein Worst-Case-Szenario, wenn man so eine ultimative Stromversorgung hat. Wie jetzt hier so ein Geothermalreaktor. Da geht ja einiges, stromtechnisch. Aber wenn der weg ist, ist er weg. Der Strom.